Die Tore fielen wie reife Trauben. Zum zweiten Mal siegten die Handballer des TV Eiche innerhalb von 8 Tagen mit mindestens 10 Toren Unterschied gegen einen Aufstiegsaspiranten der zweiten Handballkreisklasse der Männer. Dabei wirkte der TVE abgeklärter, konzentrierter und willensstärker als die Gegner aus Kall. Zudem standen mit Dominik Söhne und dem A-Jugendtorwart Simon Löhr zwei exzellente Keeper zwischen den Honnefer Pfosten, die den Gegner ein ums andere Mal schier zur Verzweiflung brachten. Hervorragend auch die Unterstützung der Fans. Fast 100 Zuschauer fanden sich heute in der Menzenberger Halle ein und feuerten ihre Mannschaft an. Sogar Trainer Rainer Jonas wollte nicht meckern. Herr Jonas, zufrieden mit dem Ergebnis? In etwa, sagen wir mal zu 80%. Wenn wir in der ersten Halbzeit unsere Chancen besser verwertet hätten, dann wäre sicherlich noch mehr drin gewesen, aber ich bin zufrieden. Ich bin auch mal mit der Leistung der Mannschaft insgesamt zufrieden. War super. Wenn Sie am Ende der Saison stehen? Ja, ich hoffe es auf dem Platz, der zum Aufstieg reicht. Dann habe ich mein Ziel hier in Honnef voll ausgefüllt. Sind Sie zufrieden mit dem Spiel? Ja, bis auf kleine Ausnahmen, wo die Ballverluste da waren. Sehr zufrieden, konzentrierte Deckung. Als sie auf Manndecke umgestellt haben, hatte der Gegner keine Chance mehr. Hoch. Ja, war ein super Spiel. Anstrengend. Wir haben gut mitgehalten, gut gelaufen, aber wir haben es als Team richtig gut geschafft. Nun haben die Handballer des TVE erstmal bis zum 18. Januar Pause. Dann heißt der nächste Gegner wieder SC Kall. Kall 1. Und gegen diese Mannschaft hat der TV Eiche im Hinspiel bereits gewonnen.